Ich lese das Solinger Tageblatt von Samstag, dem 2. November. Es geht wie immer um den Lokalteil, um Nachrichten aus dem Bezirk Höchscheid vor allem und um Nachrichten aus Solingen. Als erstes ein Blick auf die Titelseite. Für Vorausplaner Brückentage 2020 geschickt nutzen, ist ein Kacktitelbild. 0815, was weiß ich, wie viel auf die schon sowas gebracht haben. Banken sollen verwaistes Geld freigeben. Verband fordert, nachrichtenlose Konten müssen nach gewisser Frist gemeinnützigen Zwecken zugute, kommt immer mal wieder so ein Scheiß. Dann aus Solingen, Özdemir, Preis ist Zeichen gegen Hass. Es geht um die schärfste Klinge der Welt. Dann gibt es eine Medizinbeilage, sowas will auch kein Schwein in der Tageszeitung sehen. Spätestens daran merkt man, dass es keine schöne Zeitung ist. Und die Bomber kamen in der Mittagszeit, 4. November 1944. Bombenangriff auf Solingen. So. Ein Blick auf die Karikatur. Wieder in Farbe finde ich nicht schön, dazu noch ein Foto, was nicht gezeichnet ist. Es ist ein bisschen abartig. Man sieht zweimal den russischen Bären und ich möchte sagen, es gibt genau einen Russen, den Russen. Das Land wird von einem bewohnt und der die rosa Tasse und der Computer gehören da ganz bestimmt nicht zu. Und wie ist unser neues Internet? Stinklangweilig, nur lustige Bären. Ja, eine Scheißkarikatur in einer Scheißzeitung. So die Kommentare. Nicht vergrabener Schatz muss nicht im Bankhaus bleiben. Auch wieder so ein Scheißkommentar zu einer Scheiß-Titelseite. Bloß nicht die K-Frage. Es geht wieder um Kramp-Karrenbauer. Nee. Hat nichts mit der Karikatur zu tun. Und wie gesagt, die Titelstory ist scheiße. Das, was da angekündigt wird, regelmäßig passiert eh nicht. Und es geht um Wahlen in Großbritannien. Mieke Moring, Ministerpräsidentenwahl in Thüringen, CDU, ja, muss man auch nicht kennen. Schon allein der Scheiße. Das ist das CDU oder wem man tun will. So, dann hier und heute, jüngste Opfer nicht mal ein Jahr alt, geht es um unerfreuliches. Tagesthemen, Seite 4. Geht es um das neue bei Christkind in Tickerwürde, die AfD. So, Fernsehen. Seite 6, ARD, ZDF, Pro7, Arte, Pro7, naja. Schon. Arte, Porträt der Schauspieler Ulrich Tukur will ich auch nie sehen. Leute ist mit Corinna Harfuch, ist keine Sportlerin, ehemalige Sportlerin.
ich schon scheiße. Olivier Newton, John, Sharon Stone, Barbara Schöneberger, Grüne Hafen und Kali Ausschenk. So, Sportseite 9. Es ist Samstag. Es geht um Schwimmen, um Hockey und um Fußball auf der Sportseite. Solinger Sport fängt auf Seite 11 an, kann man machen. Das geht mit Handball los. Es geht nur um die Bergischen Löwen auf der Titelseite. Naja, das ist nur ein Verein und eine Mannschaft. Dann ein bisschen Fußball, Eishockey, Volleyball, Fußball. Schon eher lokaler Sport. Dann eine ganzseitige Anzeige. Muss man nicht machen. 14 Service und Leben. Wie man das war. 15 ist dann Wirtschaft. 16 ist Wirtschaft und Börse mit dem Rad und den Fernzug. Und die nette Bahnangestellte hilft einem sogar noch. Deckt sich total mit meiner Realität. Ich muss nur noch mal ins Auge greifen, wenn ich so einen Scheiß erzähle. So. Ja, Bundespräsident AD Joachim Gauck war da. So, ist aber nichts aus Wuppertaler Straße. Ist auch nichts aus Hüschheit. Schwerer Unfall auf der Gasstraße. Jüdisch das. Das ist leider Hüschheit. Also ein Unfall hat es in Hüschheit. Da sieht man die Batterie-O-Busse und der schärfste Klinge der Welt Träger darf auch den sich angucken. Der grüne Schirm ist in mir ist auch nichts aus Hüschheit. Hier, Soling ist lebendig und bunt. Ja. Da sieht man ein Bild aus Hüschheit. Das ist hier unten in Burg. Hier das Bild kann ich zeigen. Nicht. Und, naja, in der Zeitung kann man nicht gucken, weil ich glaube, die Kamera was taugt. Sieht ein bisschen wie Rechen aus. Passt aber auch von der Belichtung. Ja. So, mit einem Bild aus Hüschheit möchte ich schließen. Die Folgen sind mir ein bisschen lang geworden. Ich will eher in Richtung 10 Minuten gehen. So. Also. Keine schöne Zeit, viel zu wenig aus Hülsche. Tschüss.